Hallo und herzlich willkommen. Weiter geht es mit einer Runde Anno 1800. Weiter geht es mit neuen Aufgaben und weiter geht es mit neuen Problemen. Wir konnten in der letzten Folge die ersten Ingenieure hier nach Quanford locken und werden uns dementsprechend heute um eine neue Produktionskette kümmern. Und ich würde sagen, da wir die Möglichkeit besitzen, eine Dampfschiffswerft zu bauen, die dann natürlich die Dampfmaschinen braucht, wäre das so ziemlich die erste Wahl. Allerdings brauchen wir dafür auch Stahlbeton, den wir erst einmal produzieren müssen. Ja, und dafür müssen wir hier wieder eine Mine suchen. Halt, nicht so. Eisen, was ist das? Kohlemine? Ja, am besten nebeneinander, wird aber wahrscheinlich nicht der Fall sein. Na, Steinkohle, Kupfer, Kupfer, Steinkohle. Steinkohle. Mensch, was bist du eigentlich? Einige von Vaters Befehlen sind wirklich rätselhaft. Okay, oh, hier ist auch noch ein Frack. Dann ist das wohl nicht das Richtige hier. Ah, man könnte sich ja auch alles eigentlich nochmal durchlesen, aber... Wandemanöver! Was soll's? Hier erst einmal weiter. Das ist viel dringender. Eisen, Eisen, Eisen. Gut, dann müssen wir diesen Bereich wohl auch langsam einmal ausbauen hier, in Beschlag nehmen. Dafür erstmal wieder... ordentliche Sicht schaffen. Die Ölquellen werden wir dann bald wahrscheinlich auch benötigen. Ja, das wird wieder viel Zeit fressen, viel Zeit kosten. Okay, hier gleich mit Stein ausbauen. Hier müssen wir die Steinkohlemine errichten. Jawohl. Und was von mir aus freigegeben. Moment, von mir aus noch nicht. So, hier das Ganze. Genau, wird so gebaut. Dann kann nämlich das Lagerhaus in die Ecke. So, Zeitung. Dürfte ich Ihnen diesen überaus schmackhaften Apfel überreichen? Weiß wie Schnee, rot wie Blut. Och nee, ich stehe jetzt nicht so auf Obst. Erstmal ein bisschen Hypnose. Dichterische Freiheit. So sehe ich das, genau so. War das jetzt schon Zensur oder bloß Politur? Ja, du immer. Sie mehr. Haben an Einfluss verloren. Okay, was brauchen wir eigentlich konkret für eine gesamte Produktionskette? Ah, zwei Steinkohleminen also, okay. Ja, nun gut. Dann halt so. Und... ach, wie denn? So vielleicht. Jawohl. Und dann nach oben. Da kann hier halt noch ein Lagerhaus hin. Bauen wir dann die Produktionskette für die Betonwerke oder für den Beton halt dann in dieses Areal mit rein. Was soll's. Okay, zweimal, einmal Eisen brauchen wir noch. Ach, da brauchen wir doch auch wieder ein Lagerhaus. Mensch, Leute. Okay, einmal Eisen. Dann kann ich das alles schon mal ausbauen hier. Jawohl, einmal Eisen, zweimal Kohle. Und dann... zwei Hochöfen und zweimal Zementmine. Wo haben wir die denn jetzt wieder stehen?
okay. Na dann. Sei es drum. Die wird man später dann auch noch gebrauchen können. Und nun zweimal Zementminer. Einmal, zweimal. Natürlich wieder Lagerhaus. Ihr kommt bis hin. Ah, gerade so, okay. Und dann. Für den Rest haben wir jetzt wahrscheinlich keinen Ziegel mehr. Jawohl, war ja klar. Zwei Hochöfen. Ach, die hatten wir doch auch hier oben stehen. Irgendwo. Im Nirgendwo. Hier. Setzen wir das noch mit hier dazwischen? Ja, würde ich sagen. Einmal hierhin, einmal dahin. So, diese Straße noch. Und dann noch zweimal das Betonwerk. Wo setze ich dich noch hin? Hier mit, da ist noch Platz. Aber passt nicht zweimal, oder? Ach Mann. Aber hier noch. Einmal, zweimal. So. Dann müssen wir hier dann auch mal irgendwann die Lagerhäuser noch dringend ausbauen. Aber wir könnten ja eigentlich, dass wir hier nicht so lange drauf warten müssen und wir hier eh noch ein paar Schiffe stehen haben. Genau, ihr begebt euch jetzt mal dahin. In die Takelage! Das war ein freies Schiff, das auch und König Ludwig auch momentan, jawohl. Dann lade ich euch mal voll mit Steinen. Sollte ja wunderbar passen. 450, drei Schiffe mit jeweils drei Laderäumen. Admiral! Admiral! Ja, ja. Klein Moment. Ich gebe erst noch hier die Flotte in Auftrag, sich in die nächste Region zu begeben. Und dann geht es mit dir weiter. Einmal voll. In die Takelage! Zweimal. Und hier noch Nummer 3. So, ihr drei. Flotte erwartet Befehle. Andere Region, genau. Und nach Kap Trelawney. Wunderbar. Expedition. Wie sieht es bei dir Wir aus? Kämpfen, falls nötig. Oh, okay. Es ist Spätsommer, als die Expedition die Chillingmeerenge erreicht. Doch sind die Bedingungen in diesen eisigen Gewässern schon jetzt eine Herausforderung. Der Wind muss nur auffrischen, dann schlagen die Männer schon ihre Krägen hoch und flüchten unter Deck. Das macht wenig Hoffnung, dass Sir John Faithfuls Männer drei Winter an diesem Ort überlebt haben können. Hinter der Chillingmeerenge gabelt sich der Seeweg. Im Westen liegt eine Kette aus kleinen Inseln, die durch teilweise geschmolzenes Eis voneinander getrennt sind. Im Süden liegt eine lange, dunkle, schneebedeckte Landzunge, die durch Dunst verschleiert wird. Das heißt, wir könnten eine Wahl treffen nach Westen oder nach Süden. Lieber nach Westen, wenn es da besser aussieht. Bei schwerer See, tagelang festgeklammert an gekenterte Beiboote. Danach fürchtet man weder Tod noch Teufel. Ja, du sprichst aus Erfahrung. Der erste heftige Schneesturm. Gerade als die Küste von Baffling Island in Sicht kommt, frischt der Wind plötzlich auf und eine dunkle Wolkenfront verdüstert den Himmel. Alle suchen Schutz unter Deck, als auch schon Hagelkörner so hart wie Fels das Schiff mit solcher Wucht treffen, dass sie erheblichen Schaden anrichten.
Wir haben die Kontrolle über das Schiff verloren, schreit der Steuermann. Doch nur ein Held würde sich in die Sturm hinauswagen. Wir haben doch genügend an Bord, also sollen Sie mal Ihr Glück versuchen. Es ist keine einfache Aufgabe, die Segel zu bändigen. Und die Tapferen, die es in diesem eisigen Sturm wagen, sind zwar stark, aber auch ungeschickt. Während sie die vom Schnee beschwerten Segel lockern, lassen die Männer zu, dass sie von einem Seitenwind erfasst werden und sich losreißen. Sie flattern wild gegen den knarrenden Hauptmast und drohen, das halbe Schiff mit sich zu reißen. Ui, das ist aber nicht gut. Zusätzliche Erfolgschancen mit Cola, die Seile durchschneiden, mit denen die Segel befestigt sind. Ratsch, die Segel flattern davon und verschwinden im Schneegestöber. Ein leichtfühliger Seemann erreicht jedes Seil ohne abzurutschen und auch die Schneeflocken, die ihm in den Augen brennen, können ihn nicht von der Ausführung seiner Aufgabe abhalten. Am nächsten Tag ist der Himmel über der Arktis wieder klar und ruhig. Der Mast ist intakt und wir haben noch Seil und Segeltuch, sagt der Zimmermann. Das kriegen wir hin. Das freut mich doch zu hören. Dann kann es ja weitergehen. Oh, der Sekt bringt ja ordentlich auch. Hätten wir ja gar keinen Fisch mitnehmen müssen. Aber okay. Sekt als Ration, warum nicht? Wie sieht es nun hier aus? Neue Gebäude wurden freigeschalten. Ja, okay, das sind die hier. Und solange ihr unterwegs seid, ja, kann ich leider hier jetzt erstmal noch nichts machen. Das heißt, neue Befehle? Erstmal den Schrott hier abladen. Und dann würde ich mal gerne wissen, was es denn hier mit diesem Schreibsel auf sich hat. Aber ich sehe, Hafenmeisterei und Anlegestelle. Ja, da fehlt uns doch wieder das Baumaterial, die Ziegeln. Aber wir können es ja schon mal planen. So, hier noch eine Anlegestelle, die ist auf jeden Fall noch hier von Nöten. Einmal. Und eine Hafenmeisterei möchtest du noch. Wo finde ich denn dich? Hier. Ach, so ein kleines Ding. Na, das sollte man doch noch irgendwo unterbekommen. Aber wo? Ja, Moment mal. Euch zwei hier, Quarzgruben, setze ich mal mit hoch zu den Fischern. Ich brauche doch den Platz für einen ordentlich aussehenden Hafen. So, euch auch noch schnell mit Wegen verbinden. Und dann Hafenmeisterei. So, da schön mit in die Ecke. Gut, dann können wir schon einmal ein Zementwerk errichten. Betonwerk, ja, Entschuldigung. Dann hier noch einen Hochofen und ein Betonwerk. Okay. Und solange wir darauf warten, können wir schon einmal schauen. Die Dampfschiffwerft muss doch ja auch noch irgendwo hin. Ja, setzen wir das Ganze erst einmal so. Und was benötigt denn das alles? Eieiei. Eisen, Kohle, Zink haben wir hier, Kupfer haben wir hier auch. Okay, ja. Das wird wieder ein hartes Stück Arbeit. So, wir können. Ach, wieder falsche Stelle. Ob ich mir das irgendwann einmal merken werde.
den Hochofen ausbauen. Und dann heißt es wieder einmal warten. Warten, warten, warten. Was brauchst du? Ja, okay. Das wird nicht so einfach. Oder besser gesagt, etwas länger dauern. Aber nun gut. Dieser Ort zieht mich magnetisch an. Was würde denn eigentlich hier am meisten bringen? Plus 4 Ingenieure, aber 25 Münzen. Das ist noch nicht. Ach so. Sehe ich nicht, weil es nicht gefragt ist. Schlecht. Ja, okay. Dann später noch einmal schauen. Den botanischen Garten können wir ja auch noch gar nicht errichten. Und um weitere Bevölkerung, um neue Häuser, müssen wir dann uns auch irgendwann wieder kümmern. Und mal schauen, wie wir das dann machen, ob wir dann auf der Insel hier alle Häuser versuchen auszubauen und uns dann eine weitere Insel suchen, zwei Pentakais errichten. Unaussprechliche Schrecken erwarten uns. Und dann die Bauern, vielleicht auch die Arbeiter, komplett auf die andere Insel dann auslagern. Dass wir dann hier alles nur schöne, luxuriöse Häuser zu stehen haben. Aber mal schauen, was wir da dann daran noch drehen können. Gut, dann nochmal schnell zur Expedition gesprungen hier. Wir erwarten Ihren Befehl. Baffling Island. Sir, ruft der Ausguck. Könnte das da bitte meine neue Glücksinsel werden? Nein, Willi, du störst gerade. Du wibblist! Genau. Sir, ruft der Ausguck. Dunkle Umrisse auf dem Bergkamm. Eine Gruppe erklimmt den eisigen Steilhang. Oben angekommen finden sie eine Gruppe von 3 Treibholzbrettern, die in 3 mannsgroße Schneehügel gesteckt sind. Im Sonnenlicht ist zu erkennen, dass etwas in das Holz geritzt ist. In Gedenken an Joseph Bryan, der am Neujahrsmorgen 1846 an Bord der H.M. Styx sein Leben ließ. Unter den anderen beiden Schneehaufen liegen John Gore und Francis Seeley. Ihre Männer erschaudern bei dem Gedanken, ihre Ruhestätte zu stören. Nee, das wollen wir auch nicht. Wir suchen lieber das Gelände in der Nähe ab. Denn die Totenruhe stört man nicht. Baffling Island. Ach herrje. 100 Meter von den Gräbern entfernt finden die Männer Spuren. Oh mein Gott, das hatten wir ja schon. Oder? Ach nein. 100 Meter von den Gräbern entfernt finden die Männer Spuren eines verlassenen Lagers, in dem die verschollene Expedition überwintert hat. Sie hat einen Haufen aus Steinen errichtet, in dem sie ein Blechrohr mit einem zusammengerollten Brief darin deponiert hat. Sie haben einen Stand ihrer Fortschritte hinterlassen, sagt der Kapitän. Lady Faithful erkennt sofort die Handschrift ihres Mannes. 28. Mai 1847. Die HM Styx und Hades haben bei Lat 17 Grad 05 Nord, Lon 98 Grad 23 West im Eis überwintert. Wir haben den Winter 1846 bis 47 auf Baffling Island bei Lat 74 Grad 43 28 Nord, Lon 91 Grad 39 15 West verbracht, nachdem wir den Whaling-Kanal bis Lat 77 Grad gesegelt und über die Westseite von Cornell Island zurückgekehrt sind. Wir haben 3 Männer an eine Krankheit verloren, Brain, Gore und Seeley. Gott habe sie selig. Morgen brechen wir nach Terrier Island auf. Wir wollen die Passage bis Ende Juni erreichen. Sie kann nicht mehr weit entfernt sein. John Faithful, Kapitän HMS Styx. Oh Gott, diese ganzen Koordinaten sind nicht wirklich mein Ding. Aber. Äh,
Ich denke, wir werden mal Richtung Westen segeln. Das Schiff ist unterwegs zur Westküste von Terrier Island. Die Mannschaft hofft, Sir John und seine Männer beizufinden und betet, dass sie auf keine weiteren Hindernisse treffen wird. Um Gottes Willen jetzt. Genug von der ganzen Leserei hier. Wie sieht es jetzt hier aus? Noch keine weiteren Fortschritte, noch nicht genug Material. Ach, Mann, Mann, Mann. Die Schiffe sind auch noch nicht da. Und hier sind wir auch noch keinen Schritt vorangekommen. Ball drehen! Irgendwie treten wir auf der Stelle. Aber ich hoffe, sobald dann der Beton ordentlich produziert wird, wir dann eine Dampfschiffwerft besitzen und auch ordentliche Schiffe produzieren können, wird das dann alles viel schneller vonstatten gehen hier. Neue Befehle? Okay, wir können ja hier nochmal einen Blick drauf werfen. Eine Insel ohne Süßwasser. Okay. Können wir noch mal in das Tagebuch reinschauen? Jawohl. Indem sie über Bord sprang und zu einer kleinen Insel südöstlich der Landspitze schwamm. Okay. Kran anhalten! Südöstlich. Der Landzunge. Ach, wir segeln einfach mal hier runter. Vielleicht soll das Echolot dann irgendwann anspringen und uns Bescheid geben. Und nun kommen schnell die Ziegelsteine her. Denn, dass ich das beim nächsten Mal nicht vergesse, schnell noch das Betonwerk errichten. Bevor wir dann das Ganze hier wieder abschließen können. Jawohl, da ist es auch soweit. Und als nächstes dann noch einmal den Ausbau der Lagerhäuser im Auge behalten, wenn dann endlich die Schiffe mit dem Ziegelstein angekommen sind. Aber das dauert wohl noch einen kleinen Moment. Gut, das war's dann auch wieder mit dieser Folge. Und damit wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wenn es euch gefallen hat, Like und Abo dagelassen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's nicht gut, macht's besser.